Mike check one two a uh, one two uh, uh, and two okay. <coughs> let's go. gut podcast solo Folk am Freitag, 29. April 2022. Und ich hoffe, es geht allen gut. Gut. Ähm, mir geht's, also mental geht's mir sehr gut, aber ich habe ein bisschen Kater. Kleine Kater von gestern, weil gestern habe ich mir die volle Gönnung gegeben. <laughs> ähm, und zwar bin ich in the hall es hat keinen Sponsor mehr in Dübedorf es ist nur noch the hall äh, bin ich einer von meiner großen Comedy-Helden ever the Russell Howard geschaut. natürlich auch eine Show wo ewigkeiten verschoben worden ist ich glaube drei Jahre insgesamt und jetzt haben wir es geschafft ähm, also mir ja äh, mehr als Publikum und auch als äh, Comedian dass die Show hätte keine stattfinde und äh, wie gesagt, ich bin jetzt verkatert, weil ähm, ja, ich habe es sehr genossen habe. <laughs> Viel Bier, die Tickets habe ich gekauft, wo sie gerade rausgekommen sind. Zweite Reihe. In so einer großen Halle ist das dann schon noch irgendwie speziell, weil du siehst, auf alles. Und ähm, es war mega schön, gewesen, äh, Meister, äh, Ein Meister bis im Schaffen zu ja, also es hat, es hat nicht einmal so einen Moment gegeben, wo ich nicht mehr vor lachen konnte, ich glaube, einfach zu. Fasziniert be, vor allem. Sehr toll gesehen. Äh, Freundin und ein Kollege, Semiko plus der Frank Richter. Und äh, der Elsener war auch dort. Allein, aber er äh, hat jetzt mit uns umgehängt. Und dann haben wir noch so also den klassischen Comedy-Talk Und äh, jetzt aber langsam, <laughs> langsam aber sicher, habe ich meine äh, To-Do's durch von Menschen, die ich will, live sehen aus dem Comedy-Bereich. Ähm, will, äh, vor allem beruflich interessiert hat es mich, ähm, der Louis C.K. bin ich auch noch geschaut, das wird jetzt auch schon wieder ein paar Wochen haben. Ähm, und das sind also zwei ich gesehen, auf der Liste. Ich glaube, der Chapelle ist der einzige so große, wo jetzt noch fehlt. Und das ist, das ist glaube ich, einfach das Schicksal, wo ich nicht will, dass das zusammenkommt. Weil, als ich das letzte Mal in den USA gesehen bin, im Sommer 2019, habe ich Tickets schon gekauft, für, also ein Ticket gekauft für The Comedy Cellar in New York, wo andere anderer Comedian, wo ich leider auch noch nicht live gesehen habe, die ich sehr gern will gesehen, aber nicht so mega, mega wichtig, aber ähm, schon, schon gern. Gary Goldman heißt er, ähm, mündet mal sensationelle Sache Zum Beispiel ähm, beim Cohen hat er einen Auftritt über, ähm, wie sie die 50 amerikanischen Staaten. Abkürzt haben in zwei Buchstaben. Und dann findet er eine Dokumentation, wo er darüber geschaut hat. Und so. Also sehr, sehr gut. Ähm, und ich habe auf jeden Fall Ticket gekauft, weil ich habe ihn gesehen Er war im Line-up vom Comedy-Seller. Und dort habe ich meine Bauchkrämpfe wie noch nie im Leben. Wo sich dann später herausgestellt hat, dass das der Blindarm war, der dann noch ein gutes Jahr entzündet in mir drin war. <laughs> Aber ähm, ich habe wirklich wählen und ich kann nicht können. Ich bin einfach in dem kleinen Hotelzimmer gelagert. Ich habe gewusst, ich, ich kann nicht. So nicht wird aber es ist jetzt nicht das wichtigste äh, Event, wo ich jemals will und ich kann nicht mal laufen. Also wird das nichts. Und dann da oben, an da oben hat es in New York große Blackout gegeben. Unter anderem der ganze Broadway ist ohne Strom gesehen. Und dann da oben hat der Dave Chappelle Zusammen mit dem Bill Burr, eine Show, hatten, am Broadway. Stromausfall, was entscheiden sie? Kommen wir spontan in Comedy Cellar. Genau die Show, wo ich schauen wollte. Und haben dort so ein Überraschungs-Pop-In gemacht. Und äh, dort halt ein bisschen die Leute unterhalten. Das heißt, äh, ganz knapp verpasst, dann bin ich irgendwie zwei Wochen später oder so bin ich in LA und äh, dann, wenn ich in LA bin, dann wohne ich quasi im Comedy Store und kann alles mögliche dort schauen. Und meinte noch dort bin ich im Main Room, der Comedy Store hat drei verschiedene Räume, Main Room, Original Room und Belly Room, alle verschieden groß, alle verschieden aufgebaut. Der Main Room ist der größte. Und dort hat dann da oben im glaube Belly Room der Dave Chappelle hat einen überraschungs äh, pop gemacht. Das heißt, ich bin sogar im gleichen Gebäude und habe ihn wieder verpasst. Also ich glaube, dort will das Schicksal einfach, dass wir es äh, nicht schaffen. Oder zumindest noch nicht jetzt. -de. Weil genau, wo er in Berlin war, ähm, im Quatsch Comedy Club, habe ich auch nicht. Ähm, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich selber in den Auftritt hatte. Aber sonst merke ich jetzt wirklich, jetzt habe ich langsam meine, meine Liste durch und, äh, und schließt sich dann immer so ein bisschen Kreis, wenn ich dann mal die Leute live gesehen habe. Hat, nicht, dass ich abschließe, aber dann, äh, dann habe ich sowieso ein großes Ziel erreicht. Das ist dann so komisch, weil es ist auf ja, der Comedy-Show geschaut. Aber für mich sind das halt wirklich zum Teil große und wichtige Wegbegleiter über lange Zeiten, im Fall von Russell Howard ist auch verantwortlich für meine größten Hochs und Tiefs, die ich jemals hatte, in, in Kreativphasen. Ähm, zum Beispiel, als ich das zweite Programm erarbeitet habe. Ich habe noch nicht viel. Gehabt. Ich bin auf Weltreise gewusst, ich will mein Programm schreiben. Dort hatte Russell Howard ein neues Solo. Draussen. Und ich habe, das, ich habe das drei, vier Mal geschaut. Und es hat mich so ultimativ deprimiert, will ich so einfach shit, das ist so gut und, und äh, ich bin so schlecht und all das Zeug, wo man sich dann überlegt. Und darum ist das dann so ein bisschen mein, ähm, mein heiliger Gral geworden. Nicht, dass das Programm das beste Programm aller Zeiten ist, äh, Wonderbox hat das übrigens, sondern einfach mehr, weil es eben so mein persönlicher Begleiter war. Es war ein sehr entscheidender Moment, gewesen, wo ich das Programm geschaut habe und so gedacht habe, ach, das wirst du nie können. Und dann, als ich das dritte Programm erarbeitet habe, bin ich in der, in der kalifornischen Wieste, in so einer kleinen Hütte, wo nichts ist. Und ich schaue das Programm wieder. Und da hatte ich so ein so bisschen Aufschwung, gehabt, weil ich dann so langsam wie die Mechanismen erkennt. Ich habe dann so gesehen, ah, du machst das. Und ah, jetzt verstand ich, wie das aufgebaut ist. Und, so. Und so 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 es war so ein riesiger Teilerfolg. Und das vierte, das, wo auf YouTube ist, viel Good Comedian, dort weiß ich noch, bin im gleichen Hütle, wieder in der kalifornischen Wüste und schaue wieder das Programm und sehe dann so meine Zeugs und denke so, ah, ich glaube, ich glaube, jetzt bin ich natürlich auf einem anderen Level, aber jetzt habe ich das Ziel erreicht mit diesem Programm. Jetzt habe ich wieder das Programm können, analog, mein Programm können machen, analog zu dem. So. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Vielleicht nicht so spannend für euch, aber äh, für mich sehr entscheidend. Und darum bin ich jetzt sehr, sehr happy, gewesen, dass ich ihn einmal live gesehen habe. Und ähm, ich weiß nicht, wenn er wieder mal kommt in der Schweiz, aber falls ihr mal könnt schauen könnt, irgendwann Russell Howard schauen, Weil es ist oft faszinierend, wie unglaublich schnell der Mensch ist. Und ich weiß nicht, ob das Programm jetzt mega einen Aufbau hatte. Also, ich habe nicht wirklich einen erkennt. Schon ein bisschen. Aber er macht dann so viel spontan noch Zeugs. Und natürlich, weil es eine englischsprachige Comedy-Show ist, ist auch noch, sage jetzt mal, der Faktor von Menschen, die in der drei schreien und so, ist viel höher. Und er ist auf dem Meister. Er, arbeitet, er steht dort, dort und er geht Trophäe, wenn, wenn er Bock hat. Und wenn es irgendwie gerade nicht wichtig ist, Trophäe zu gehen, dann lässt er es. Aber wenn er Trophäe geht, dann macht er. Macht er aus nichts fünf Minuten. Und ganz am Anfang hat er auch sehr viel, ich jetzt, Schweizer Material gemacht. Und das hat auch sensationell funktioniert. So, so ein bisschen wie der Mittermeier. Wo einfach, man nimmt so zwei, drei Sachen, wo man irgendwie weiß, von dem Ort, wo irgendwie gerade ja, aktuell sind. Und auf der Bühne entsteht dann etwas mega Gutes. Trevor Noah ist auch super in dem. Bin sehr gespannt. Ich werde ihn ja bald schauen, wenn er dann im Stadion ist. Ähm, da habe ich aber schon live gesehen, auf den Sendung. Und ähm, ich weiß noch, wie der Mittermeier das immer gemacht hat, weil also, wenn er in die Schweiz ist, hat er irgendwie 20 Minuten über die Schweiz gehabt und so. Und also, ich dachte, hey, ich muss das auch machen. Und dann habe ich, hab ich einen Auftritt in Ursenbach, das ist im Kanton Bern. Ja. Und dann habe ich mir extra habe ich so ganz viele Recherchen vor Ort also gefunden, hey, was gibt es in Oserbach? Das und das und Zeugs und Sachen und so. Und dann habe ich mir so ein bisschen Zeugs rausgeschrieben. Und dann gehe ich dort auf die Bühne und fange an und hey, Osenbach, die haben bald der erste eigene Bankomat. <laughs> und du merkst einfach so: niemand hat <laughs> es jetzt mitgekriegt. Ich habe es muss vielleicht weniger spezifisch sein, dass man für einen Ort irgendwie spezielle auf sie zugeschnittene Comedy kann machen kann. <laughs> also wenn es dann so was auf der News-Seite 9 irgendjemand steht, das bringt es vielleicht nicht so. So, darum habe ich einen Kater. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Gewesen. Und ähm, es ist jetzt auch schon wieder länger her, seit ich eine Solo-Folge gemacht habe und mich mal gemeldet habe. Es ist glaube ich auch viel passiert in dieser Zeit, und unter anderem habe Gefühl, hat's es mich fast, 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 fast verblasen hat. Ähm, ich habe schon geschaut, habe auch wirklich auf mich geschaut und äh, für Zeitlich keinen Alkohol getrunken, damit ich den der sehr, sehr strenge äh, Auftritt und Reiseplan, den ich hatte in der letzten Woche, irgendwie auch krieg Aber ich habe gemerkt, ich habe jetzt wirklich eigentlich seit dem Sommer '19, wo ich ja trotzdem auch ein Programm erarbeitet habe, han ich nicht mehr wirklich Pause gemacht. Und äh, ja das, das hängt an. Und man merkt es ja meistens erst, wenn man schon drin ist. Aber ähm, ich habe jetzt mal die Kurve kriegt alles gegangen und dort äh, habe ich das Gefühl, hat das Schicksal wirklich gut mit mir gemeint, weil die paar letzten Gigs, die ich jetzt noch hatte, die haben, die haben mir so viel gegeben und die haben so Spaß gemacht, dass man dann irgendwie so Mini Saison, die jetzt langsam aber sicher beendet ist, wir haben noch eine Swiss Comedy Night in amme in zwei Wochen, aber sonst ist es jetzt langsam, aber sicher gesehen. Und jetzt will ich auch wirklich mal Pause machen. Aber die Auftritt, Auftritte die haben mir so viel gegeben. Ich Zelt, Zürich zum ersten Mal der für Solo spielen ähm, und habe dort ja, so eine, so eine Best-of gemacht das Beste aus 32 Jahren hat will wo weil wir die Show angesetzt haben, habe ich wahre 32 gesehen, wenn ich es gespielt habe. Jetzt bin ich halt schon 34 gesehen. Aber es hat eigentlich gepasst, weil bis auf vielleicht pff, drei vier Minuten habe ich nicht aus dem aktuellen Programm gespielt, sondern auf die, aus den ersten vier Und, äh, und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ab altem Material von mir selber mal so viel Freude gehabt aber tatsächlich... Die eine Nummer hat der, der Luca, mein, mein Kollege, der wo, wo mit mir arbeitet, ähm, hat er sich gewünscht. Weil er erst mitgekommen, will zuerst hatte ich noch einen Auftritt in Samnaun am gleichen Tag. Ähm, aber zudem gibt es dann einen Vlog, also muss ich nicht zu viel erzählen jetzt. Aber wir sind im Auto von Samnaun auf Zürich. Und ich so «Hey, ich muss mal anfangen zusammensetzen, was spiele ich überhaupt jetzt oben?» Und dann hat er gesagt «Hey, ich wünsche mir die Kinonummer.» die finde ich so toll und ich so ah okay und die habe ich wirklich seit der Jahren also irgendwie keine Ahnung drei vier Jahre habe ich die nicht mehr gespielt und dann habe ich diese so, einmal habe ich diese so durchgespult eine Aufnahme und, und dann habe ich sie so gar also nicht Wort für Wort natürlich aber die entscheidenden Sachen sind die gesehen und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und äh, dort am Schluss Standing Ovations gekriegt, was anscheinend jetzt so eben jetzt auch lang, lang, <laughs> über Jahre nie passiert ist und jetzt in kurzer Zeit mehrmals. Und das macht oft Freude, macht oft Spaß und hat mich, hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob ich vielleicht wirklich ausgewählt ab und zu mal so ein so eine Best-of-Spiel, wo wirklich einfach so aus den alten Programmen so ein paar Nummern sind. Vor allem, wenn es eben ein Publikum ist, das mich vielleicht noch nie x-mal gesehen hat. Und ähm, ja, das hat Spass gemacht. Dann habe ich kurzfristig noch mal im Zelt gespielt, im ähm, Comedy-Club. Das ist dann im grossen Zelt mit tausend Leuten, weil der Cenk war krank. Gewesen. Ich bin dort schon nicht mehr krank gsi, <laughs> Weil gerade so nach dem Zelt-Solo-Ding und so, det hat es dann irgendwann bei mir keine Corona, aber äh, so eine Verkältung. Und das zeigt dann eben auch, dass ich langsam aber sicher am Anschlag bin, weil das bin ich jetzt also seit Jahren. Seit Jahren bin ich nicht mehr so krank gewesen. Ich habe da mal blind die Blinddarm auseinandergesetzt und so Sachen, aber ähm, einfach die, wahrscheinlich eben wegen Müdigkeit und, und ein bisschen Stress und so Sachen krank geworden das han ich schon lange nicht mehr. Sprich, ich bin natürlich krank geworden, nachdem der ganze Stress durch war und der Körper gefunden hat, ah geiles Sieg, jetzt geht's los, do, bisschen Husten, do, <laughs> Schnuppe, viel Spaß. Und ähm, der Cenk, da hat, da äh, äh, ja, ich sage jetzt nicht, was er gha hat, Keine Geschlechtskrankheit. <laughs> Ich <laughs> weiß nicht, ob man es sagen Aber auf jeden Fall hätte er, er auch ein bisschen äh, Beschwerden und darum nicht können, ähm, beim Comedy Club spielen weil er am nächsten Tag Premiere gehabt hat Und einfach wie klar war, falls er etwas kriegt, dann war es die Premiere, und dann hat er noch einen Tag mehr Erholung. Und dann bin ich dort kurzfristig eingesprungen. Und das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Richtig, richtig geil gewesen. Einfach so zweimal, was sind es, sechs, acht Minuten. So ein bisschen Ballere vor 1000 Leuten, was ja nicht jeder Tag ist. Und ähm, ja, das sind irgendwie alles gute Events gesehen. Großes Highlight, Achtung, großes Highlight habe ich auch noch gehabt. Ich habe in Neuenburg am Rhein, im Deutschen, ich, äh, Landesgartenschau eröffnet. Das ist einfach der, der geilsten Gigs, die ich seit langem hatte. <laughs> Weil ich so. Am Freitag, um 11 Uhr morgens, stehst du in Deutschland auf der Bühne, nachdem irgendeine bloße Kapelle die Leute schon zum Kochen gebracht hat. Das ist schon ein Unterschied. In Deutschland sind die dann oft ready. Und der quasi Hauptmoderator, Hansi Vogt, heißt er, absoluter Character, ähm, der hat hauptmoderiert und dann hat äh, äh, Elsasser geht, oder der Bruno, äh, Dreifuß und mir als Schweizer, damit es so das Trinationale ist. Und wir sind so wie Sidekicks gesehen. Wir sind einfach so die lustigen Co-Hosts gesehen. Ähm, also nicht wirklich äh, mega anstrengende Kick, sondern wirklich nur spaßig und gute Stimmung, mega viel Lachen und einfach Eben, wenn am 11. Uhr Morgen der sie Vogt auf die Bühne kommt und sagt Willkommen zur Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein und dann einfach dort auch irgendwie 1500 Leute. Das macht einfach Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist, einfach, es ist einfach geil. Du bist einfach irgendeinem in, in 23 Hektar Landesgartenschau mit Ausstellungen und was weiß ich. Und du bist auf so einer Bühne. Und ähm, ja, kannst einfach, kannst einfach blöd tun. So, wenn, ich, wenn ich dann überlege, dass das mein Job ist, ah, dann habe ich, einfach, habe ich einfach nur Freude. Ich habe einfach nur Freude, dass ich so etwas darf machen darf und kann. Machen. Und ähm, wie gesagt, darum habe ich dann das Gefühl, dass ich jetzt so auf, aufs Ende von meiner sehr langen Saison, nämlich von Herbst 2019 <laughs> bis jetzt, weil trotz Lockdowns hat er ja im einen noch ein Programm geschrieben, im anderen gesendet mit einem Podcast. Da merkt man dann schon, wenn man nie eine Pause gemacht hätte und auch wenn man in Bergen ist, noch irgendwie zwei Tage geschafft und all das Zeugs. So, nicht äh, zu äh, länger mit dem zu langweilen. Wie gesagt, ich genieße jetzt auch sehr, dass ich ein privat wieder Sachen machen kann, wie zum Beispiel äh, comedy Shows schauen von, von Leuten, die wo ich, wo ich toll finde. Konzerte bin ich gehen, äh, mit meiner Freundin Nothing but Thieves. Das war äh, auch sehr, sehr geil. Gewesen. Tolle Band, vor allem tolle Live-Band, wie sich jetzt ausgestellt hat. Und nächste Zistig gang ich den Sam Fender schauen. Ein großer Held von mir. Einfach äh, geile Musik, glaube auch ein guter Typ. Und auf das freue ich mich auch wirklich sehr. Was ist sonst noch passiert? Österreich gesehen. Dort bin ich ein bisschen krank. <laughs> und ähm, Swiss Comedy Night haben wir gehabt. Das war eigentlich so mein letztes grosses Event, wo ich dann gewusst habe, nachher mache ich im e Mail der Autoresponder. Zum ersten Mal im Stadtcasino Basel, ähm, was eine Traumlocation ist, super stimmig, was auch wirklich geil ist, wenn man überlegt, das ist jetzt die vierte Ausgabe. Und schon bei der ersten ist es gut, gesehen, zweite habe ich das Gefühl, ist noch eine bessere Stimmung. Gesehen. Ähm, es ist vielleicht auch persönlicher Eindruck, aber die dritte noch besser. Und vor allem jetzt die, die vierte, die hat einfach die Kraft, wo auch ähm, die Leute eine riesige Freude Hinter der Bühne, auf der Bühne. Und äh, ich merke, dass, dass das Familiäre in der Comedy, das, das bleibt bestehen. Ich finde das so schön, weil ich immer wieder mit Angst gehabt, oh, okay, geht das irgendwann auseinander. Aber nein. Bis jetzt, äh, wenn man sich sieht, äh, in einer grossen Gruppe sieht, alle haben freut und es gibt immer wieder so Fragen. hat er dann nachher gefragt: Ist man denn nicht irgendwie neidisch oder eifersüchtig, wenn es jetzt irgendwie jemandem besser gelaufen ist an dem oben oder so? Und dann muss man sagen: Nein, weil wir sind alle so unterschiedlich und es hat für alle etwas und es ist einfach geil, weil es hat niemand schlecht performt. Und so holt man dann wirklich sich so die, die Leute ab, wo einem toll finde und umgekehrt und ja. Ähm, yeah. Ist einfach wirklich wirklich schön gesehen. So, sonst noch ein paar Mal solo gespielt. Ähm, und äh, das, wo ich in Köln gesehen bin, habe ich glaube schon erzählt. Ja, 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 das habe ich schon erzählt. So, ähm, ich habe mich einfach mal schnell melden. Malde und ähm, der Podcast äh, geht natürlich weiter vielleicht nicht, äh, nicht super intensiv wie auch schon mit äh, Gast und Solo Folge jede Woche das hat sich ja jetzt eh schon so ein bisschen aber wir haben auf jeden Fall ein paar Gäste in der Pipeline bald ist die hundertste Folge wo sicher etwas Spezielles passiert vielleicht auch nicht ich weiß es nicht <laughs> ich habe mir mal überlegt aber vielleicht wird ich eben gerade nicht zu fest auf das pushen aber wir haben auch sonst noch ein bisschen was in Planung für da Sommer, das mal so als kleine Hinweis. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich auch sehr, einfach mal ein bisschen, ein bisschen Pause zu machen. Und mich zwar immer wieder mal zu melden und immer wieder den Podcast zu machen, das auf jeden Fall. Aber ich freue mich dann auch, nach der Pause mit frischer Energie im Herbst äh, zu starten, in die neue Saison, wo dann hoffentlich auch so mit Zuschauern etc. und Zuschauerinnen natürlich ein bisschen normaler wird. So! Ähm, Mails, besser gesagt Mail, habe ich auch noch? Ein Mail ist reingekommen, die ich jetzt gerne vorlese. Und zwar: Solo in Solo-Turn, man könnt meinen, ein Siege-Wortspiel. Ist der Betreff. Und die nachricht gut folgendermaßen. heute Joel, so wie ich mir das vorgenommen habe, bin ich dann am 6. April auch in Solothurn, gewesen, um die schaffe live zu erleben. und habe eine wirklich schöne und lustige oben. Gehabt. Danke schon mal dafür. Yes. will Du hast mir schon mal geschrieben, wenn ich da gerade sehe, dass du dann äh, vielleicht auf Solothurn kommst. Und du bist tatsächlich gekommen. Vielen, vielen Dank. Richtig spannend ist es auch gewesen, Matteo läuft es gesehen. Das ist immer spannend, das ist so. Weil ähm, der Cenk haben wir ja jetzt äh, definitiv verabschiedet. Die Folge mit ihm äh, ist ja dusse, können ihr da gerne hören. Ähm, verabschiedet im Sinne von, er ist nicht mehr mein Support. Äh, mit äh, schweren Herzens haben ihn jetzt der Zielo seine Premiere. Ah, die ist natürlich auch super gesehen. unbedingt im Cenk Programm schauen. Und ähm, Darum habe ich jetzt einen neuen Support. Der Matteo ähm, ist jetzt eigentlich fix. Er wird, glaube ich, auch so ziemlich alle Daten können. Falls man nicht, finde ich sonst etwas Tolles. Aber ähm, eigentlich ist ab neuer Saison fix der Matteo. Und der solo gig da haben wir ja noch mal schieben Und darum ist das schon nicht mit dem Tourplan gesehen, mit dem Cenk, weil der ja dann schon selber äh, irgendwie Gigs hat Und dort hat er, glaube ich, Tryout gehabt. Darum habe ich den Matteo gebucht. Und hier, die Melanie, die das Mail geschrieben hat, hat ihn live gesehen. Nachdem ich ihn bei dir im ersten Podcast gehört habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, was ist denn das für ein? <laughs> das denken auch alle. Nach seinem zweiten Besuch bei dir, habe ich meine Meinung ein bisschen geändert, weil dann so ein paar Hintergründe einiges erklärt und relativiert haben. Und jetzt, nachdem ich ihn live gesehen habe, hat sich meine Wahrnehmung gerade nochmal etwas geändert. Ist also fast ein bisschen ein psychologisches Experiment. Also nicht der Matteo, sondern meine Wahrnehmung von ihm. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass es ihm gut geht, weil er ist ja dann beim Schlussauftritt schon arg bleich ums naslig gseh. Was? Sagst du mir auf jeden Fall einen liebe Grüße. Arg bleich ums Naslig See Will er ja dann beim Schlussauftritt schon arg bleich ums Näschen gesehen ist. Also er haut sich nicht in seine Nase, wenn das, äh, <laughs> wenn das die Idee ist. Ähm, apropos Gruß, hat dir ja persönlich. hat dir ja der gern persönlich überbrocht, bist nach der Show, aber nicht umgesehen. Ähm, jo. Jein. Ich bin schon oben, aber es ist wirklich... Ich bin schnell offen. Der Matteo schwätzt auch nach der Auftritt sehr viel mit einem. Und äh, ich glaube, fünf Minuten später bin ich abgekommen. und das sind irgendwie alle schon weg Es waren jetzt auch nicht wahnsinnig viele Leute. gesehen. Ich wäre gerne noch, ich wär gern noch ja, mit Leuten in Kontakt treten, Aber tut mir sehr leid. Ich habe dann anscheinend zu lange gewartet und die Leute sind, glaube ich, auch recht schnell gegangen. Trotzdem will ich dir da nicht vorenthalten. Ich darf dir einen lieben Gruß vom Fabian Spinde ausrichten. Geil. Das Ganze ist zwar ein bisschen skurril aber was schon nicht, ich kenne ihn nämlich nicht, bin aber auf der Veggie World gesehen, oder Veggie World, und habe bei ihm am Stand seine viel Food Instant Meals testet und dann zu ihm gesagt, ah, du bist doch der, wo beim Joel im Podcast ist, Voila, schon habe ich einen Gruß für dich mit auf den Weg bekommen. <laughs> so, und das letzte noch, ich nehme dir und das Versprechen an den Zuschauer in Solothurn natürlich beim Wort bin mir nämlich sicher, dass du ein nächstes Programm wirst auf die Beine bei deiner Leidenschaft für deinen Beruf. Liebe Grüße, Melanie. Yes. Ähm, zu fest beim Wort solltest du mich nicht nehmen, weil es ist keine Versprechen sondern wie so vieles ist das auch ein Witz. Aber ich finde es immer geil, man macht, man macht 90 Minuten lang Witz und bei meinem Witz sind die Leute so, ah, hast du das ernst gemeint? Hast du das ernst gemeint? Ich erzähle dir jetzt natürlich nicht, aber die, die den Podcast hören haben, weißt, wahrscheinlich hast du mich solo gesehen und wissen, von was du redest. Vielen, vielen Dank, Melanie. Es freut mich sehr, dass du äh, die entschieden hast, mir zu schauen. Und äh, ich hoffe, du hast einen schönen Oberkast, so wie es tönt. Und ich verstand das absolut mit dem sozialen Experiment äh, bezüglich Matteo. Weil so kurz mir mit äh, ganz vielen Leuten, die auftreten. Wo, man, ja, man meistens, es tönt so blöd, aber man muss warm werden. Weil, wie ich schon gesagt habe, vorher, Menschen sind so verschieden und, und auf der Bühne haben wir alle so einen eigenen Stil, dass da zum Teil ein Zeitchen braucht. Und äh, dann sind wir auch ja privat noch völlig unterschiedlich und äh, der Matteo ist, ist äh, ein gutes Beispiel für extrem eher extreme Persönlichkeit, sage ich jetzt mal, in allen Seiten. Ich liebe ihn ganz, ganz fest und äh, freue mich auch sehr, dass er als Support fix dabei ist ähm, für die nächste Tour. Und ja, es, es gibt so Leute, wo man wirklich einfach wie muss warm werden. Und das, wie du es beschrieben hast, ist ein tolles Beispiel. Darum mache ich also gerne einen Podcast, dass man ein bisschen die Menschen kennenlernt. Auch nebst dem, wo sie auf der Bühne machen. Und ähm, ja, Matteo ist wirklich ein Paradebeispiel für das. Und äh, das ist auch bei mir. Es ist nicht so, gesehen dass ich ihn kennengelernt habe, das sind wir gerade Best Buddies gesehen. Aber ich hatte auch immer mögen. Und mit der Zeit irgendwie vorstellen, auch mehr Verbindungen zu kriegen. Äh, er wohnt auch nicht weit von mir. Kommt jetzt natürlich gerne dazu, wenn man zu Basel ist und beide von Basel sind. Und dann hat man auch ab und zu den gleichen Heimweg. Und äh, das ist das ist Schöne auch an diesem Beruf, wie man, wie man Freundschaften Immer wieder neu schließen Mit Menschen, wo keine Ahnung, ob ich jemals mit Matteo sonst zusammengekommen wäre. So. so einfach menschlich hatte unsere Wege sich vielleicht irgendwann gekürzt. waren so zwei, drei gemeinsame Bekannte. Aber es ist natürlich eine völlig andere Grundsituation, wenn man jetzt einfach mal eben zusammen einen Auftritt hat und sagt: Hey, ich fahre auf Basel, komm, steige ins Auto und dann geht los. Dann gibt es eine Stunde lang: Alter, und was will ich noch will sagen? Das und das. Und weißt du, was <laughs> so wie er halt auch äh, in den Podcasts ist, das äh, gibt es dann einfach noch mehr. <laughs> aber äh, es tut mir auch wirklich sehr leid, Melanie, dass ich, äh, ich niemanden mehr gesehen habe. Ich bin wirklich, ich, ich weiß nicht, vielleicht sind es 10 Minuten gesehen und das ist ähm, ja, das ist eigentlich nicht meine Art. Ich hatte den Merch-Koffer nicht dabei. Normalerweise, äh, meistens habe ich den dabei. Und, und dann ist der aufgestellt und dann stand ich bei dem. Aber dort äh, habe ich das nicht dabei gehabt? Ich eben kurz Backstage. Der Matteo schwätzte irgendetwas, erzählt, wie er irgendwie noch ein paar Jokes geschrieben hat, während meinem Auftritt im Backstage und hat mir die auch zu erzählen. Und dann habe ich einen Schluck Wasser genommen und dann bin ich wieder Ich Habe gesagt, so, ich gehe schnell dran. Und ja, wo ich drunter unten gesehen habe, sind die Wackum gesehen und äh, die Leute somit auch. Aber ähm, ich hoffe sehr, dass man äh, sich sonst mal nicht sieht. Ich werde irgendwann wieder in solo spielen, dann wahrscheinlich mit dem neuen Programm, auch wenn das noch eine Zeit lang geht. Und ähm, wir werden sicher auch sonst noch ein paar Events machen, die in der Nähe sind. Vielleicht kann ich auch mal so eine Best-of. Das wäre auch mal eine Idee. Kann ich vielleicht auch mal dort spielen, weil das hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Und, äh, kann ich eigentlich einmal fragen, falls, falls dir do, da, wo das loset, ist, da usse, falls äh, dir, liebe Mutzis, <laughs> damit ich das auch noch gesagt hat, falls dir Bock habt auf so etwas, ähm, lasst es mich wissen. Ja, schreibt es mir. Ähm, Six of Socials oder auf die Mailadresse podcast at joel von weil, wenn das wirklich auf Interesse stößt, im Zelt Zürich hat es auf Interesse gestossen, das war aber auch eine spezielle Location und einen spezielle Anlass, gewesen, ähm, dann kann man sich das wirklich überlegen, dass man vielleicht noch so zwei, drei äh, in der Tour so eintröpfelt, wo so eine Best-of gespielt wird. Weil es ähm, hat mir wirklich ein, ein Gefühl gegeben, auch von Freiheit, wo ich einfach so. Ich spiele solo, aber ich stelle einfach zusammen, was ich gerade Bock habe. Und irgendwie es hat jetzt nicht eine mega Geschichte gehabt oder eine mega rote Faden, aber trotzdem, ähm, trotzdem hat alles zusammengehabt und es hat super Sachen gegeben, auch mit dem Publikum, Interaktionen. Wie zum Beispiel nach der Pause Frage: ich jemanden, Was machst du? Und, und sie sagt, ich kritisiere. Ich sage, okay, das sollst mich kritisieren. Und sie ja, ja, ich habe das, hab das schon auf Facebook geschrieben. <laughs> und dann habe ich auf Facebook, hab ich das Handy genommen und habe probiert auf Facebook zu schauen. Ähm, bei mir hat es nicht geklappt, aber der Luca hat Facebook-Seite offen gehabt, rennt zur Bühne, gibt mir sein Handy und dann steht tatsächlich, du hast ein Loch in der Hose. <laughs> <laughs> Und dann mit dem Loch in der Hose habe ich die zweite Hälfte noch gespielt. Und ähm, alles so Sache das, das hat oft ein tolles Feeling gegeben von, von dieser Freiheit, die man auch gerne hat als Comedian Weil natürlich ein Programm hat auch Freiheiten, aber beim jetzigen Programm habe ich mir auch sehr Mühe gegeben, dass das aufgebaut ist wie eine wie ein Film. Das heißt, es muss dann auch wie alles zusammenheben und das muss gesagt werden und das muss passieren, damit nachher das aufgeht und so Sachen. Und, ähm, und das ist natürlich etwas völlig anderes bei dem Best-of, wo ich einfach kürz und quer von machen wir diese Nummer, klar, 079 spielen wir auch. Und, ähm, und das ist zum Beispiel auch eine Nummer, die habe ich schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich dette, das eine neue Version von dieser Nummer, weil ich also Grundstein in meinem Kopf hatte, aber ich hatte dann irgendwie dazu Sachen drüber improvisiert und ja, ähm, yeah, es, es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Drum, mini Frage an euch: Falls euch das interessiert und falls ihr Bock habt, auch mal so etwas zu sehen, gebt mir Bescheid. Es würde, äh, würde mich freuen, aber es bringt natürlich nichts, wenn man da jetzt eine riesige Planung macht und danach kommt niemand. Drum, falls ihr Bock habt, dass ich auch an anderen Orten vielleicht mal so eine Best-of spiel lasst es mich wissen. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel du, Melanie, Lust hast, dann äh, lass mich das wissen. Dann komme ich auf Solo spiele spiel's Best-of und danach stand ich sofort ins Publikum nach der Show. Sofort, weil, ähm, ja, das tut mir wirklich leid. Ich hätte gerne den, den äh, Gruß persönlich gekriegt und ich hätte mich auch sehr gern persönlich bedankt bei den Menschen, die gekommen sind. So, das eigentlich jetzt einmal mein Update. Ich widme mich jetzt wieder meinem Kater. Und äh, wünsche allen eine ganz gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht mit Gast, vielleicht äh, auch nochmal solo. Und ähm, wie gesagt, die letzte F Show, so, bevor dann wirklich langsam aber sicher eine längere Pause zumindest ansteht, ist am 13. Mai in Amme. Im großartigen Le Théâtre Swiss Comedy Night. Ein wahnsinns line das kann ich euch sagen. Wir haben dabei Helga Schneider, wir haben dabei Stefan Büser, wir haben dabei Michel Gametaler und Jenk und Margret Bornet. Also sensationell, ich darf es hosten. Wird sicher, sicher geil. Und dir, habt's gut, habt euch lieb und wir hören uns bald wieder. Peace! Peace! Peace. Boop, boop, boop.